So, hallo und alle, zur nächsten Folge von 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Ich hoffe, ich habe wieder ein paar gute Sachen rausgesucht. Wenn ihr Ideen habt, welche auch noch gut sind und ich nicht gezeigt habe, gerne einschicken. Und wie viele Dinge wusstet ihr, die jetzt gleich kommen, schreibt es in die Kommentare. Es geht los, ohne groß diskutieren. Die erste Sache ist von Lutar. Und zwar, es wird auch von vielen anderen konstant behauptet, dass auch andere Köpfe außer dem Witherkopf im Survival möglich sind mit einem Looting-Schwert bzw. mit viel Geduld. Falsch. Manchmal mache ich Fails, manchmal mache ich nicht Fails, aber ich muss das unbedingt neben reinbekommen. Es war so eine riesige Diskussion unter dem 5-Wissen-Video von Sonntag oder Montag. Und zwar, man kann im Survival-Mode nur den Witherkopf bekommen. Die anderen gehen nicht, auch nicht mit Looting. Das sind vielleicht Modpacks oder sonst was. Ich mache nicht immer Fails, manchmal, aber nicht immer. Nein, es geht nur der Witherkopf. Die nächste Sache ist von MonsterDream30 und er schreibt, man kann teils 2 hoch springen, also 2 Blöcke hoch springen, wenn man selbst brennt. Muss man richtig timen, aber das geht. Und das teste ich gerade mal aus. Ja, wie ihr seht, es funktioniert ganz gut, indem man hochspringt, in der Luft Schaden bekommt und der Kick des Schadens bekommen schiebt einen nochmal nach oben. Also 2 Blöcke geht tatsächlich, wenn man sich anzündet. Die nächste Sache ist von 123Jon321, für John wird das Haar fehlen. Und zwar, wenn man über der maximalen Bauhöhe theoretisch nochmal einen Block Wasser setzt, weil das geht ja noch darauf, und darauf nochmal versucht etwas zu setzen, also über der maximalen eigentlichen Bauhöhe, dann wird man eine Nachricht angezeigt bekommen. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, ganz einfach, weil man sonst noch nicht so weit hochkommt. Mein Biom ist allerdings so, dass die Bäume etwas über der Baugrenze wachsen, kann ich setzen. Hier kann ich nicht mehr setzen, weil die maximale Baugrenze ist. Und wenn ich jetzt über der maximalen Baugrenze einen Block setzen will, kriege ich unten eine Nachricht. Height Limit for Building ist 246 Blöcke. Ja, stimmt. Die nächste Sache ist ein Gedanke von mir, da ich eine Nachricht bekommen habe, die ein bisschen irreführend war. Und zwar wurde gesagt, dass ein kleiner Grafikbug entsteht, wenn man einen Repeater mit einem anderen von der Seite bepowert. Allerdings ist das der Fall, dass das ein Feature ist, nämlich der wird dadurch gesperrt. Und deshalb dachte ich, okay, also ist ja jetzt nicht seine Nachricht gewesen, aber ich bin darauf gekommen, wegen seiner Nachricht. Man kann Repeater sperren, wer sich nicht gut mit Redstone auskennt, der wird das vielleicht nicht wissen, deshalb zeige ich es hier nochmal. Also, wenn ich nämlich einen Repeater gesperrt habe, hier hinten nochmal was dranhänge, dann passiert da nichts. Der ist blockiert, weil so eine Art Sperre drin ist. So, wenn ich allerdings dann zum Beispiel den bepowert habe, den hier nicht bepowert habe, geht das Signal durch. Und wenn ich ihn powere, dann bleibt das an, selbst wenn die Energiequelle hier hinten weg ist. Ja, man kann Repeater sperren, indem man von der Seite einen anderen reinführt. So, kommen wir zur letzten Sache für heute und ihr seht, ich beeile mich immer ein bisschen, ganz einfach, weil bei Fakten, Geschichten zu viel Gelaber nicht gut ist und deswegen geht es auch gleich schon weiter. Von Blue Diamond, er schreibt, wenn man ein Schwein in eine Lore setzt, die auf einer Schiene fährt, verliert das Schwein Leben, wenn es auch nur einen einzigen Block herunterfällt, also von einer Schiene praktisch auf die nächste, auch wenn eine weitere Schiene drunter ist. Also, Schwein verliert Leben, wenn es einmal plopp nach unten fällt und da weiterfährt, nach nur einem einzigen Block. Das testen wir gerade mal aus, Minecart. Schwein rein, bisschen herschieben, dass es drin landet. So, und dann über die Klippe, bam, Schaden gekriegt. Warum auch immer. Bei einem Block, Fallschaden, Schaden, was auch immer. Vielleicht ist es auch hier so in der Wand drin gesteckt, ich weiß es nicht. Aber okay, ja, korrekt. Damit wäre es das gewesen von 5 Dingen in Minecraft, die du noch nicht wusstest für heute, für diese Woche. Denk dran, es gibt immer 2 Formate, das, was du noch nicht wusstest und das, was du wissen solltest. Kommt meistens sonntags, wenn es klappt. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bedanken fürs Zuschauen. Wer da ein Shirt möchte, Link in der Beschreibung. Und dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.